Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Punch Club Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt Punch Club. Wir sind wieder hier in unserem Gefängnis. Das war wohl eine Milchtüte oder so. Ich dachte, da wäre eine Maus oder sowas bei uns am Essen. Haben wir schon Fights gemacht? Ich glaube, wir haben hier schon einen Fight gemacht. Was wollten wir als nächstes machen? Trainieren? Ich sage einfach mal, ich bin bereit zu kämpfen. Mal gucken, vielleicht lässt er uns ja. Okay. Was trainieren wir denn Schönes? Wir geben mal einen Boxsack. Der ist immer gut. Der trainiert ja alle Fähigkeiten. Das kommt immer gut. Das Problem ist, du kannst hier drin nicht wirklich laufen trainieren. Also die Ausdauer, die kriegst du nicht wirklich hoch. Ja, musst du praktisch so Sachen in Kombination machen. Geschick, Stärke, immer in Kombination mit eben entsprechend der Ausdauer. Was war das hier? Ne, es war eine optische Täuschung. Tja, wir versuchen weiterhin das Geschick zu steigern. Einigermaßen müssen wir draufkommen auf eine gute Geschicklichkeitswertung und gute Stärke und gute Ausdauer, damit wir hier drin unsere Gegner auch wegprügeln können. So, hat der was einmal gewonnen? Vielleicht hattest du ja nur Glück. Ich bin noch immer nicht sicher, dass du bereit bist. Dein Gegner ist bald bereit. Was soll denn das heißen? Wieso sehe ich das hier nicht mehr? Wann der nächste Kampf ist? So, wer ist ein bisschen Stampfkartoffeln? Legen wir uns eine Runde aufs Ohr. So, essen wieder ein paar Stampfkartoffeln. Gehen wieder auf den Hof und versuchen wieder unseren Geschicklichkeitswert auf 15 zu bringen. Die Musik ist krass, die erinnert mich an C64er Spiele. Da war die immer so. Total retro gemacht, das Spiel. Das ist das, was mich an diesem Spiel auch fasziniert, ehrlich gesagt. Und die Anspielungen an irgendwelche Filme. Weil eigentlich so vom Spielprinzip her erinnert es mich eher an Pokémon. So ein simpler 3-Stats. Rollenspiel, rundenbasierender Kampf, mehr oder weniger, diese Boxkämpfe hier. Aber es hat was. So, wir sagen wieder, ich bin bereit. Ich hoffe, wir dürfen jetzt langsam mal. Let's rock! Na, endlich. Ach du lieber Himmel. Die arme Sau. Gucken, ob wir den platt kriegen. Also sieht ganz gut aus, finde ich, bis jetzt. Wir müssen nur aufpassen, dass bei uns die Energie nicht so schnell abhanden kommt.
Wir sollten, wenn, eher ihn dazu bringen, dass seine Energie abhanden kommt. Ja, sonst gehen wir nämlich ein paar Mal auf die Knie und das wollen wir nicht. Ah, jetzt wird's unschön. Erhöht die Energiekosten. Haben wir nicht nur was, was den Gegner Energie kostet? Nee, haben wir irgendwie alles schon drin. Das ist blöd. Na gut, dann müssen wir einfach weiter, müssen hoffen. Dass wir es auch im Ausgleichen und Ausweichen, dass wir das einfach wegmachen. Was der uns an Schaden dealt. Sehr schick. Noch haben wir es im Griff. Noch haben wir es im Griff. 100 Punkte noch. Oh Gott. Ist das übel. Wieso machen wir nur einen Schaden? Das ist ja ein Drama, ey. Das ist, wir machen überhaupt keinen Bums mehr bei dem. Der hat irgendwie scheinbar einen Buff, der es schwer macht, dass man ihm Schaden zufügt. Oh Gott. Und der knockt uns so. Jetzt komm, jetzt tritt ihn doch mal aus dem Latschen. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso machen wir nur ein Damage? Wir treten zu ein Damage. Das ist doch nicht normal. Hallo? Der hat 19,5 Abwehr. Wie kriegt man denn bitte schön so eine hohe Abwehr? Na, reicht. Siebte Runde haben wir ihn ausgenockt. Immerhin, wir kriegen 6 von den Talentpunkten, 70 Happiness und haben wieder einen weggehaut. Du hast es geschafft, Goliath liegt am Boden. Na, super. Dein nächster Kampf ist Wieselflink. Verstanden, jetzt muss ich mit jemandem reden. Ah, okay, jetzt erfahre ich was über meinen Vater. Dein Vater und ich, wir waren Freunde, wir waren alle Freunde im Punch Club. Okay. Ist auch einer aus dem Punch Club. Wir schworen, die Medaille zu beschützen. Wir alle kannten ihre Macht. Dein Vater entschied, es wäre eine gute Idee, sie zu benutzen. Er liebte dich und deinen Bruder, also entschloss er sich, die Medaille in zwei Hälften zu teilen. Er gab jedem von euch eine Hälfte. Aber wir wussten, dass es eine furchtbare Idee war. Oh. Wir müssen sie dir abnehmen, die Medaille. Mhm, okay, nur über meine Leiche, sagt er jetzt. Und ein paar Tage später sah er sich neben seiner Leiche. Die Polizei fand eine Pistole. Sie fanden meine Fingerabdrücke auf der Waffe. Jemand hat mich reingelegt. Hm. Tja, vielleicht hatte mein Vater Feinde und wollte die Medaille. Der wollte die Medaille für sich oder so. Er hatte keine Feinde und ich bin sicher, dass niemand außerhalb des Punch Clubs von dieser Medaille wusste. Ich hoffe, meine Geschichte hilft dir, den wahren Mörder deines Vaters zu finden. Ich muss meine Freiheit wieder erlangen und meine Suche fortführen. Ja, und wie kriege ich meine Freiheit? Ich muss kämpfen, ne? Da war irgendwie was. Hm.
Ich suche mal hier, was wir noch haben. Oh, schnelle Reaktion hört sich gut an. Ja, das macht nichts. Das nehmen wir. Und gelernt. 25 Punkte weg. Dann gehen wir weiter trainieren. Da müssen wir jetzt bald wieder einen Kampf machen, denke ich mal. Achso, wir können da gerade nichts. Okay, dann gehen wir weg da. Lohnt gerade nicht zu trainieren. Dann machen wir uns heile mit Essen. So, was brauchen wir denn? Wir essen mal gutes Steak. Ja, das hat uns gut vorangebracht. Gesundheit kriegen wir wahrscheinlich nur durch Schlafen zurück. Anders wird das hier drin wahrscheinlich nicht so wirklich funktionieren. Also pennen wir uns mal gründlich aus. So, dann essen wir ein bisschen was, um hier die Gesundheit wieder hochzukriegen. Dann reden wir mal mit Paul und fragen Paul mal, wann der nächste Kampf ist. Ich bin bereit zu kämpfen. Dein Gegner ist bald bereit. Gut, also wir müssen trainieren. Der Gegner ist bald bereit. Der Vorteil vom Knast. Es kostet kein Geld da drin zu trainieren, es kostet kein Geld da drin zu essen. Der Nachteil, du nimmst doch nichts ein. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ich habe diese Laufbahn ja noch nicht gespielt. Im privaten Spielstand habe ich den anderen Weg gewählt. Den des Guten, der dann Profikämpfer geworden ist. So, da ist der Tag rum. Blöd gelauft, gerade auf 15 gekommen, schon ist es wieder weg. So, mal gucken, hat sich schon wieder aufgeladen, sehr gut. So, bevor dieser Tag endet, versuche ich meinen Kampf zu machen. So, ich will 15 Geschick haben. Die anderen Werte passen. Let's rock, sagt er. Sehr schön, dann können wir es kämpfen. So, und er hat 14 Geschick. 6. Oh, das wird ein nice Kampf. Bin ich mal gespannt, wie der funktioniert hier. Wir haben eigentlich einen guten Ausweichwert. Oha. Ja, der hat so gut wie keine Chance. Also selbst mit dem Niederschlag hat er keine Chance gegen uns. Weil er einfach nicht lang genug stehen wird. Ja, das ist natürlich doof, wenn wir gar nicht mehr treffen. Ja komm, die 6 Punkte kriegst du noch hin, oder? Stell dich nicht an wie der erste Mensch. Alter, das darf nicht wahr sein. So, jetzt aber. Dritte Runde, ist er down? Gib wieder 6 Punkte, 70 Happiness. Oh, ich bin jetzt bereit, auf den Champion zu treffen.
Gewinn den nächsten Kampf und du gewinnst deine Freiheit. Na super, ich habe gedacht, das wäre schon der Champion. So ein Mist aber auch. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was der Champion für ein Kämpfer ist. Das hat er nämlich nicht gesagt. Mit Wieselflink konnte ich ja so ein bisschen was anfangen. Aber würde mich nicht wundern, wenn es einer von denen wäre. Also entweder Morgan Red oder draußen der aus dem Punch Club. Die einzige Frage, die ich mir halt stelle, wenn ich den Champion besiege, gewinne ich meine Freiheit. Irgendwann ist der ja auch mal Champion geworden, oder? Der Champion. Warum hat der seine Freiheit nicht gewonnen? Kleiner Logikfehler, aber naja. So, ich bin bereit zu kämpfen. In ein paar Tagen verfügbar. Also müssen wir uns hier ein bisschen mit Training quälen, dass wir besser werden. Dann haben wir bessere Chancen, den Kollegen zu besiegen. Und wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Da hinten die Hanteln kann ich nicht benutzen, das finde ich blöd. So, nächster Boxsack. Dann kommt wieder der Tageswechsler, geht's wieder runter. Habe ich fast geahnt. So, irgendwie auf 15 kommen, wäre schon mal nicht schlecht. Ach, das ist doch bescheuert. So, dann machen wir ein bisschen Krafttraining. Alles, was hilft, wird jetzt gemacht. Und weiter geht's. Jetzt hat er Hunger, dann gehen wir mal rein. Gehen mal ein bisschen Mampfi-Mampfi machen, dann geht's wieder raus, trainieren wir weiter. Dann wird der Tageswechsel stattfinden, gehe ich mal stark von aus. Na komm schon, wird satt. Energiemäßig haben wir noch 49%. Können wir noch eine Zeit lang trainieren. So, ich eile mich, dass wir schnell noch durch ein paar Trainingsgeräte durchkommen. So, dann kommt der Tageswechsel, dann sind wir wieder auf 14. Eieieiei. Das ist aber auch eine Miserie. Bisschen mehr Kraft wäre nicht uncool, wenn wir da auf 6 wären, starke 6. Vielleicht bringt es ja was im Kampf, dass wir ein bisschen mehr Bums machen. Sehr schick. Läuft. So, wir versuchen mal, ob wir einen Kampf schon kriegen, aber ich glaube an dem Tag noch nicht. Ich glaube, wir müssen 148 erreichen.
Oh nee, let's rock, er lässt uns. Sehr schön, unser Champion erwartet dich. Jetzt haben wir dummerweise gerade so wenig Energie. Oh, das ist ein Kraftkämpfer. Ja, ich bin mal gespannt, wie erfolgreich wir sind, was Ausweichen angeht. Oh ja. Das sieht ganz gut aus, weil der kraftvoll vorbeischlägt und dann wird der Schaden von uns reflektiert. Allerdings hat er auch eine Reflektierfähigkeit. Deshalb wir Schaden nehmen, wenn wir ihm eine draufhauen auf die Mütze. Das ist kein leichter Kampf, aber ich glaube, wir kriegen den gebacken. Sieht nicht gut aus. Wir bräuchten mehr Energie. Naja, das ist gar nicht gut. Warum haben wir denn diesen scheiß unaufhaltsames Dings so wenig an? Also diesen Spiegeleffekt sozusagen, dass wenn der zuhaut, dass er ins Leere haut und na super. Beim nächsten Mal bist du vielleicht besser vorbereitet. Können wir nicht dem Wächter eins auf die Fresse hauen? Wenn sich einer so anstellt, gehört er vermöbelt. Tja, es ist keine Gesundheitsregeneration möglich durchs Essen. Wir müssen uns hinlegen und schlafen. Und die Werte droppen wieder. Also ich würde fast sagen, das ist ein Ausdauerproblem, was wir da hatten, gerade eben in dem Kampf. Wir müssen die Ausdauer erhöhen. Das ist blöd. Geschick und Ausdauer. Das sind die zwei Werte, die hoch müssen. So, wir trainieren noch das. Geschick und Ausdauer, so gut wir es können. Ja, wir haben nicht viele Ausdauerfähigkeiten hier. Das ist das Problem. Wir haben nur drei Fähigkeiten, die Geschick steigern. Die steigern auch ein bisschen die Ausdauer. Wir haben hier nichts Laufbandmäßiges oder so, was wirklich nur die Ausdauer steigert. Also Ausdauer ist extrem schwer hier drin zu steigern. Fällt mir gerade mal so auf, wo ich mir das hier so betrachte. Naja. So, da wechselt der Tag. Wir droppen wieder in allem bös nach unten. Gehen wieder überall, ja, ziemlich in die Knie. Und ich nehme das Ganze mal hier zum Ansporn zu sagen, danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.